Sind Ihre Worte respektlos? Sind sie unchristlich? Es sind folgende Sätze von Angela Merkel, die jetzt für Aufregung sorgen. Also ich bin heute erst einmal hier, um zu sagen, ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, den Euro zu töten. Und ich glaube, dass es vor allen Dingen auch für die Menschen in Amerika, aber auch für uns in Deutschland doch eine Nachricht ist, dass einer der Köpfe des internationalen Terrorismus, der so vielen Menschen auch schon das Leben gekostet hat, gefasst, also getötet wurde und damit auch nicht mehr weiter tätig sein kann. Und das ist das, was jetzt für mich zählt. Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, den Euro zu töten.